Ein Hilferuf von Farbigel. Na, das nenne ich mal eine Überschrift. Lies mal, was da steht. Das kam jetzt gerade random, als ich einfach irgendwelche Aufträge angenommen habe. Mike liest den Brief. Ich möchte mich zunächst vorstellen. Mein Name lautet Farbigel. Es ist schon seit jeher meine Ambition, ein meisterhafter Künstler zu werden. Eines Tages jedoch holte mich die harsche Realität ein. Ich wollte mich mit Farbe vollgekleckert werden. Ich wollte nicht mit Farbe vollgekleckert werden. Also ergriff ich die Flucht. Dabei verirrte ich mich jedoch. Und nun finde ich mich in einem Wald wieder, aber den Weg hinaus nicht. Dieser Ort wird wohl Heulwald genannt. Würde sich jemand meiner erbarmen und mich bitte retten? Er ist weggelaufen, weil er nicht mit Farbe vollgekleckert werden wollte? Was soll das denn bitte heißen? Ich verstehe das zwar nicht so richtig. Trotzdem sollten wir Farbigel retten. Das sollten wir. Das ist eine Nebenquest. Ähnlich wie das von Mankey. Das machen wir auch noch. Ich war gerade nur random am gucken, was wir so bekommen können hier. Und ja. Ich wollte halt gucken, dass wir vielleicht einen neuen Rang demnächst bekommen können. Mein Team Hydro hat den Bronzerang, so wie ihr. Wir müssen uns mehr anstrengen. Ja, wir auch. Unser Team Rumpelfels ist für seine Wildheit bekannt. Aber wir haben nur den Normalrang. Wie beschämend. Ja. Ihr sollt wissen, dass mein Team Klammer inzwischen den Silberrang erreicht hat. Nicht schlecht, was? Wir überzeugen ihm auf ganzer Linie. Ja, den sollten wir uns auch noch demnächst holen. Der ist nämlich der nächste, den wir bekommen können. Mit, ich glaube, irgendwie 800 Punkten noch mehr. Und das wollte ich nur zeigen. Ah ja, und nochmal die Cutscene hier. Wie man das freischaltet. Der Heuwald. Da gehen wir noch hin. Ihr seht ja, ist auch nicht lange. Aber wir haben hier ganz andere Pläne heute. Was ist los? Das Sturmmeer. Mike, lass uns doch das Sturmmeer erkunden. Okay, Pikachu, wie du meinst. Dann erkunden wir heute das Sturmmeer. Ich habe Metagross eingeladen statt Miltank oder Magneton. Da, ich denke, weil wir ja, weil ich weiß, dass wir auf den Boss antreten, ich kann nicht reden. Was ich sagen will, ich weiß, wir werden gegen einen krassen Gegner kämpfen. Das ist das Ziel von diesem Ort. Und, ja, wird nicht so einfach. Deshalb ist halt schon vom Vorteil, wenn ich dann ein starkes Pokémon habe. Und wir haben ja gesehen, wie gut uns Metagross bei Rayquaza geholfen hat. Deshalb werde ich mir mit Metagross spielen. Falls ich noch nicht gesagt habe, dann willkommen zu dieser sehr coolen Folge im Sturmmeer. Noch ist hier noch nicht viel los, denn es ist ja noch ganz weit oben im Sturmmeer. Und hier ganz weit oben ist noch nicht viel los. Metagross, wie ihr alle wisst, ist ein Nahkämpfer. Er hat, zumindest mein Metagross, hat keine Fernangriffe. Sollte man normalerweise immer haben, aber habe ich leider nicht. Okay, bisher sind die Gegner hier noch nicht so schwer. Das ist übrigens der... Also es ist der eigentliche erste Aftergame-Dungeon. In der Reihenfolge her. Ist das, deshalb finde ich es ganz gut, dass wir den hier machen. Eek. Okay, warum sagt Metagross Eek? Egal. So, nice! Pikachu kriegt ein Level ab Level 36. Ich habe nämlich nachgeguckt. Der Boss aus dieser Ebene... Also, nicht diese Ebene, aber... Der Boss aus diesem Dungeon, weshalb wir hier sind, der ist Level 40. Also ist der Dungeon wie für uns gemacht. Fast. Fast. Und ja, ich bin schon aufgeregt, ob wir es schaffen. Also, ich hoffe, wir schaffen es, denn da gibt es eine coole Überraschung. Was Neues zu dem Remake. Jetzt sage ich noch nichts. Ich bin überlegen, was ich sagen könnte. Aber bisher ist es sehr chillig, mit Metagross rumzulaufen. Und ich mag es auch. Und ich finde es gut, dass ich dass ich es kann. Wir hatten einfach wirklich sehr viel Glück, als wir hier in dem Brief, in dem Haus, wirklich drei OP-Pokémon hatten und eins davon sogar mitnehmen konnten. Das war super. Das war einfach toll. U4, es gibt bis 40, also erwartet eine lange Folge. Oder mehrere Folgen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht mache ich auch mehrere Folgen. Da muss ich mal schauen, wie ich das regeln werde. Okay, gut gemacht. Ich habe extra mit ganz viel mit eingepackt. Also wir sollten vorbereitet sein. U5.
Und es ist klares Wetter. Nee, es ist Regen jetzt. Jetzt ist Regen. Aber das soll uns nicht stören. Hm, kommt her. Zack. Okay, das ist down. Was ist das? Irgendwas. Ein Köderorb. Ja, okay, warum nicht? Mir egal. Hier ist es nicht. Ich würde vermuten, hier links ist es, oder? Würde ich einfach mal vermuten. Hey, warum lebst du noch? Verdammt, jetzt bin ich paralysiert. Nicht paralysiert, sondern verwirrt, meine ich. Sorry. Dürfte ich mich bitte nach unten bewegen? Ja, 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 ja. Okay, perfekt. Und ihr seht auch schon, dass es jetzt etwas dunkler wird. Und glaubt mir, es wird noch sehr viel dunkler. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Nicht mal ein Fünftel sind wir. Wie gesagt, ziemlich lang. Aber es ist nicht der längste Dungeon im Spiel. Es gibt auch viel, viel längere. Wenn ihr dachtet, 40 Ebenen, so wie in diesem Dungeon, das wäre viel. Dann wartet mal ab, Leute. Dann wartet mal ab. Dann habe ich eine Überraschung für euch. Demnächst. Irgendwann. Verdammt, jetzt bin ich hier komplett falsch. Was ist denn das? Hä, warum kann ich mich nicht angreifen? Ich kann nicht angreifen. Warum nicht? Hey! Verdammt, warum kann ich nicht angreifen? Was ist los? Jetzt kann ich ihn angreifen. Okay. Super. War ich nicht so nett? Ja, bitte heil mich mal. Bitte heil mich mal. Danke. Dann speeden wir kurz nach links. Oh, Mushas, hau ab. Bam. Du, warum bin ich... Warum... Was ist los mit dieser Steuerung? Irgendwie in letzter Zeit habe ich da ein paar Probleme mit. Hm. So, U6. Ich vermute mal, wir werden für jede Ebene circa eine Minute brauchen. Außer wir finden Monsterräume, dann nicht. Da muss ich auf jeden Fall an der Karte auch aufpassen. Nicht, dass ich auf irgendwelche Monsterräume stoße. Das wäre echt nicht so geil. Ich habe übrigens noch einen perfekten Apfel reingedonnert im Inventar. Denn ich weiß eh, dass ich den gebrauchen werde. Oh, nice. 2 auf 1 Streich. Zufällig. Wasserring. Aber warum? Du wurdest doch noch gar nicht angegriffen, oder? Egal. Hau ab. Bam. So, und es ist zufällig, welche, wann die besonderen Aftergame Dungeons kommen. Die wir die letzten Folgen hatten, das waren ja keine wirklich besonderen. Das wisst ihr ja. So nice. Das waren ja eher so Nebensachen, ne? So. Was ist das? Das ist ein Top-Ether. Den können wir gleich mal trinken, tatsächlich. Du bist down. Als ob hier immer noch nicht die... Oh. Wo ist denn hier die Treppe? Die muss ja doch irgendwo sein. Hier ist sie nicht? Immer noch nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Digga, ich krieg langsam Hunger. Das ist nicht gut. Dann wird sie hier links sein. Ja. U7. Es ist schon wieder heller. Aber Leute, ich kann euch sagen, das wird sich noch ändern, du. Oh, Erholung. Hat trotzdem mal abhauen, du. Oh. Ja. Okay, kannst mitmachen, aber ich heile dich nicht. Du bist mir egal, deshalb. Es bringt mir ja eh nichts. Ich krieg zwar etwas Geld, aber wow. Persim-Stirnband, okay. Verdammt, ich muss was essen. Gib mir den größten Apfel. Ja, geil. Schützt seinen Träger vor dem Zustand Konfusion, aber... ich weiß nicht. Ich hätte halt lieber Push-Sachen und nicht irgendwas, was mich vor irgendwas schützt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht bin ich auch noch alleine. Aber egal. Oh, lol, als ob hier direkt ein Haus ist. Ja, moin. Wie cool. Bam. Also, komm mal ab. Nice. Ich bin Level 40. Yo, und ich würde sagen, nach dieser Folge werde ich Bisaknostam auch endlich mal zu einem Bisaflor entwickeln. Ich weiß, ihr wollt das. Und es wäre auch klüger, wenn ich das mache. Also, ja, werde ich tun. Ach, Jorob, du kannst machen, was du willst. Das ist mir egal.
Ich werde mich nicht um dich kümmern. Wir klingeln jetzt erstmal. Zack, zack, zack. Yep. Aber ich glaube wirklich, diese Häuser hier erscheinen nur, wenn man auch eine Einladung hat. Milton! Oh mein Gott! Was ein Zufall, wie geil! Ja, Europe, ist mir egal. Statt stirb halt. Denn, wie gemein. Ja, ist mir egal. Ciao! Ja, eine Erkenntnis, die kannst du ja sonst wo. Weißt? Ist mir egal. Komm, lasst mich mal hier Spaß haben. Danke. Bla bla bla, bla bla bla. Yes, Miltank, bitte. Yes, bitte. Halbieren, was macht denn das? Wahrscheinlich OP halbieren oder sowas. Egal. So, hier haben wir Mini-Belebersamen. Team-Beleber-Orb. Kiste, Kiste, Apfel und noch irgendwas. Ein Elixier war es, okay. Ja, so sieht unser Team jetzt aus. Ich würde zwar Miltank jetzt dieses Konfusion-Item geben, aber ich kann ihm so oder so kein Item geben. Leider. Leider, leider. Und ich würde sagen, alle 10 Gebiete werde ich einmal uns komplett auffrischen. Das heißt, 4-mal. Und jetzt gleich wird es auch das erste Mal kommen, aber jetzt rennen wir erstmal. Oh, Fleckmon, ich will Fleckmon haben. Fleckmon ist super. Zack. Die Füße sehen irgendwie seltsam aus unter Wasser. Oh, Metagross kriegt Level 47. Okay. Why not? Hab ich nichts gegen. Ein höherer Level. Und die Stimme war gerade irgendwie cringe. Wie auch immer. Ganz viele Items. Ja, nimmt mal die Münzen mit. Ja, nimmt die Münzen mit, habe ich gesagt. Ja, das ist mir egal, was sie mit Ammonitas macht. Oder Ammonitas, sorry. Eigentlich heißt es ja Ammonitas. Ich habe aber irgendwie immer Ammonitas gesagt früher, weil ich so dumm dafür war. Ja, es heißt Ammonitas. Ich werde es doch jetzt hoffentlich mal wieder erlernen, so zu nennen, das Ding. Eigentlich kann ich das, aber ich habe es gerade irgendwie nicht getan und jetzt muss ich irgendwie eine Ausrede haben. Aber verdammt, ich wollte das Pokémon nicht. Ach, egal. Zack. Zack. Und das war's. Geschichte ist gegessen. Der Dari ist gegessen. Nein! Ein was? Welches Pokémon ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es gerade wirklich nicht erkennen, welches Pokémon ist das? Interessant. Ja, wenn wir es finden, dann... Schlaforb. Ach komm, ist egal. Oder nein, ist nicht egal. Können wir für den Boss benutzen. Den wir hier später auftreffen werden. Alter, wie viele Fallen! Ja, bitte mitnehmen. Ein Raumopf. Das sind alle Wände auf der Ebene, sodass ein einziger großer Raum entsteht. Boah, das müssen wir immer mal ausprobieren. Das hört sich ja richtig cool an. Köderorb. Na, komm, ist egal. Ich sag mal, es ist oben. Tschüss. Hier noch nicht. Warte, was? Ey, hau ab! Ey, was willst du? So, hier ist auch noch nichts. Hier ist er. Was bist du für einer? Knospi! Ach so! Ach, jetzt erkenne ich's! Jetzt erkenne ich's auch, es ist Knospi. Ja, super. Nein, danke. Ich hab schon dieser Knosp. Hab schon Pflanzen-Pokémon, reicht. Außerdem brauche ich die Äpfel, du. Könnt ihr nicht verschwenderisch sein, du. Auch wenn du ein Lebewesen bist, wie wir alle. Geht nicht. Jop. Weiter geht's. So, ein Viertel haben wir durch. Ist das nicht epic, Leute? Definitiv. U11. So, und jetzt werden wir uns alle auffrischen. Mit einem Top. Eta. Heta, heta. Für mich. Für Psychokinis. Zack. Okay. Noch ein Äther? Fragezeichen? Bin am Überlegen, das bekommen. Aber ich würde sagen, du Pika. So, zack. Und dann nochmal. Dieser Knopf kriegt nichts. Fürs Erste. Tut mir leid.
geht gerade nicht so gut. Eissplitter, hau ab! Achso, ich kann von hier nicht angreifen, warum auch immer. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit mit Metagross spielen. Weil das einfach für mich besser ist. Ich hoffe, da hat niemand was dagegen, aber ist mir egal, ich spiele so, wie ich will. Ich will heute was Trauriges wissen, Leute. Was sehr Trauriges. Passt ja auch gut hier, wo wir im Wassergebiet sind. Da kann ich ja gleich mal heulen und niemand wird es merken. Oh, Seemops! Seemops ist so ein tolles Pokémon. Ach, verdammt. Schade, schade. Ey, Miltank, pass bitte auf. Okay. Also, das Traurige, was ich sagen würde, ist vielleicht nur für mich traurig, aber... ich teile ja die Switch mit meinem Bruder. Die ist ja nicht nur meine. Die ist 50% meine und 50% die von meinem Bruder. Und, wir wechseln es halt immer ab, wer die Switch bekommt. Und jetzt demnächst kriegt er die Switch und ich muss für ein paar Tage ohne Switch auskommen. Dabei habe ich dieses Spiel hier, was ich jetzt jeden Tag gespielt habe und ein paar Folgen jeden Tag aufgenommen habe. Und ich muss jetzt eine Woche ohne dieses Spiel auskommen. Wünscht mir Glück. Oh, nicht Gena, du bist doch so ein Blödi. Hau ab. Nein, jetzt will ich schlafen. Ja, jetzt schlafe ich. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Ja, gib mir eine Sinelbeere. Sinelbeeren sind in diesem Spiel mega OP. In den normalen Pokémon-Spielen... Oh. ...halt das echt nur 20 KP oder so. Aber hier hält das einfach alles. Und das finde ich einfach so geil. Nein, nein! Es tut mir so leid, Pisa. Ich wollte das nicht. Ich kann nicht zielen! Ich chille! So, jetzt nicht mehr. Bam! Rotzlöffel, Alter. Weiter geht's. 12. Schon eine krasse Sad-Story gerade, oder? Warum will der manchmal nicht? Ihr hört doch, wie ich mich bewege. Ich verstehe es aber manchmal nicht. Ja, komm, reicht. Er ist jetzt tot. Und weiter geht's. Ist doch egal, ob da ganz hinten im Raum ein Gegner ist oder nicht. Finde ich. So, die Welt sieht auch schon, jetzt wird es schon etwas wieder dunkler. Aber ich weiß nicht, ob es nur am Regen liegt oder ob das immer... Ja, ihr wisst, was ich meine. Noch so ein Ding, egal. U13, wir kommen immer näher. Nimm du das Geld und ich gehe durch. U14. Hier ist Geld. Ich hoffe, wir schaffen es. Es kann wirklich sehr gut sein, dass wir den Boss nicht schaffen. Obwohl ich der Meinung bin, dass er einfacher ist, der Boss, als Rayquaza. Aber vielleicht bin das auch nur ich. Weil ich habe gelesen, dass der schwerer sein soll, angeblich, aber... Wir sind so krass vom Typ Vorteil, ich meine... Es ist ja... Alles hier wasserthemed und wir sind so krass... Wir können hier so krass durchlaufen. Da werden wir uns wahrscheinlich gar nicht beleben müssen. Miltank vielleicht, ja, hat vielleicht Probleme, aber Metagross eigentlich nicht. Und wir haben ja auch... Oh, ein Anorit. Oder ist das das? Ist das Anorit? Anorit, ja, ist Anorit. So, das Ding ist down. Warte, was? Pikachu! Wie kannst du mir das antun, Pikachu? Kill es doch endlich! Meine Güte, Pikachu, was brauchst du denn dafür so lang? Ja, komm, kill das Jurob da unten. Wasserring. Hau die Klappe, Alter. Ciao. Oh. Was habe ich gesagt? Hau ab. Hau ab. Tschüss. Mein Gott. Some people SMH. Dun, dun. Okay, ist ein Orb. Ein All-Ausweich-Orb. Den können wir gerne beim Bosskampf benutzen. Ach, ich bin schon gespannt auf die anderen Bosskämpfe, die wir noch haben. Und ich glaube, es wurden keine, und soweit ich weiß, wurden auch keine neuen Bosse hinzugefügt. Nur halt neue Events, wie zum Beispiel das von Mamfaxo da. Also kleine Mini-Events sind das, ja. So, das können wir mal trinken. Komm, wie zusammen. Dieser Knast, ich tease ich schon die ganze Zeit, da kannst du haben. Ja, komm, esse ich mal einen Apfel, einen großen. Obwohl. Ich bin so edel, ich esse einen perfekten Apfel. Ja,
Dann können wir mal sehen. Warte, was? Warum kannst du das nicht nehmen? Ja, okay, egal. Oh. Seemaps. Seetot. Lebt noch. Ich will nicht, dass du lebst. Und ich kann nichts machen. Aber er ist nicht mehr am Leben. Und das ist super, denn ich bin noch am Leben. Das macht keinen Sinn. Ja. Vergesst, was ich gesagt habe. Lull. So, Pika. Da. Viel Spaß. Hau mal ab. Und Rainer. Rainer, Jungs. U16. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass unser Miltank männlich ist. Ich habe keine Ahnung. Und unser Meter groß. Kann Meter groß überhaupt ein Geschlecht haben? Das ist tatsächlich etwas, was ich gar nicht weiß. Kann es das? Kann es das wirklich? Wir wissen es nicht. Werden es vielleicht nie erfahren. Vielleicht aber auch doch. Aber wie auch immer. Remoraid, komm, Remoraid ist echt nicht gut. Ich wünsche mir für Remoraid eigentlich eine Entwicklung, aber machen die nicht. Schade. Oder vielleicht machen die sowas wie mit Wischiwaschi. Dass er so eine Form bekommt. So eine krasse OP-Form. Die manchmal einfach so erscheint. Das wäre doch cool. Ja, Pikachu, ich weiß, du hast Hunger. Aber ich spiele ja gerade eh nicht mit dir, deshalb. Ich bin da etwas schnute gerade. Nice, jetzt sind wir etwas geschützt und suchen immer noch verzweifelt nach dem Ausgang. Der ist hier doch irgendwo, Mann. Aber wo? Zielschuss. Oh oh, aber er ist down. Ich sag mal rechts. Nein. Oben. Yes. Also hier oben. Zack. U17. U17. A17 Bomber. Da ist ein Anorit, das du gerne umbringen kannst, Pika. Und du auch, Bisoxnasp. Und du auch, Pika. Dankeschön. Ich will auch mal überlegen, ob ich die Pokémon nach ihrem Spitznamen oder nach ihrem, was sie halt sind, ansprechen soll. Ich meine, ich könnte ja eigentlich so nennen, was die Pokémon die sind, das wäre einfacher und schneller, aber ich habe ja nicht umsonst nichts gegeben. Was? Das Wasser oder Magma auf der Ebene trocknet so, dass es möglich ist, darüber zu laufen. What? Okay. Interessant. Okay. Das ist aber bestimmt neu. Denn wie ihr wisst, manche Bosskämpfe haben ja diese Fähigkeit, dass sie irgendwas erscheinen lassen können. So ein Event so gesehen. Zum Beispiel von Groudon das Magma reisen oder das von Rayquaza mit den mit der Luft. Ja. Der Dungeon ist jetzt nicht so spannend, to be honest. Eventuell würde ich mir überlegen, ein paar Sachen zu skippen. Verdammt, lass mich durch. U18, wir sind schon fast bei der Hälfte. Und es ist noch nicht so wirklich passiert. Ich muss noch keinen Belebersamen benutzen oder so. Also bisher echt nicht viel passiert. Komm, hau ab. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Hau ab. Nein, warum wächst du Seemops? Ach man, Pika. Jetzt müssen wir auch noch gegen Seemops kämpfen. Okay, egal. Hast wieder wettgemacht. Level 37. Nice. Slam. Lohnt sich das? Fügt dem Gegner Schaden zu. What? Oh mein Gott. Gesamter Raum, wie krass. Aber Slam ist ja wirklich stark. Aber Eisenschweif noch stärker. Also nein. Sorry, Bro. Sorry. Bam. Ey, was soll denn das? Hau ab. Zach. Und du auch. Du auch, habe ich gesagt. Ein Remoraid und ein Seemops. Nichts
wirklich Besonderes. Mensch, sehen wir mal, hau einfach ab. Das war ein sehr tolles Pokémon. Aber nein, hau ab. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, wo ist denn jetzt hier bitte mal der Ausgang? Ich geb's dir mal. Zack. Ich geb mir mal ganz kurz auf die Schnelle ein Elixier. Kann ich das eine nicht verwenden? Ich verstehe das immer noch nicht. Das ist immer noch ein Mysterium, warum da ein X steht. Komm, kill es einfach ganz schnell und fix und so. Ey, wo ist hier der Ausgang? Haben die vergessen, nein zu programmieren? Achso, okay. Nein, natürlich nicht. Hier ist er. Kack aufs Geld. Rein da. Dun, 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 dun. Bam, bam. Also bisher haben wir noch nicht wirklich viel gesehen aus diesem Dungeon. Also bisher ist er echt irgendwie etwas langweilig, muss ich sagen. Ich will es eigentlich nicht sagen, weil sonst gebe ich ja mehr oder weniger den Reviewern, die dem Spiel eine 6 von 10 gegeben haben, teilweise recht. Also, teilweise so oder so, aber recht. Einfach nur recht. Und das sollte so nicht sein. So, hau ab. Bam. Da unten sind zwei Items. Geld, beides. Okay. Nice. Dann gehen wir mal hier durch. Und da ist die Treble. Die Hälfte haben wir. U20. Und die Musik. Da hat sich. Dum, 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 dum. Lapis, Höhle, Musik. Denn jetzt sind wir schon ziemlich tief. Ja, Norid, kannst gerne mitmachen, aber ich heile dich nicht. Warum gibt es Slimer? Bist du im falschen Film, Slimer? Hau mal ab. Oh, ja, mach mit, aber ich heile dich nicht. Wurf-Item, irgendwas. Cool, super, freut mich. Oder so. Egal, ist doch egal. Du verfehlst doch eh nur. Mann. Ist doch für völlig Schnute. 21. Bam, bam, bam. Au, au, ab. Dude. Ey, da gibt man einen Klapser, aber nicht auf den Hintern, du. Bin ich okay. Dun, dun, dun. 22. Das ist ein böses Slimer da. Oh, und auf dies ist not like the others. Oder so. Bewirkt das Pokémon, gegen die man kämpft. Ah, das ist gut. tun wir mal einen Top-Ether weg und dann verwenden wir das sofort. Für Bisa-Knosp. Mike. Ich. Hey, ich bin auch in dem Spiel. Ja, ich werde mich, wie gesagt, in der nächsten Folge oder nach dem Dungeon entwickeln. Dann habe ich wirklich irgendwie doch Bock dazu. Vorher dachte ich mir so, ja, ich will mal erstmal mit dieser Knospe spielen, mal gucken, wie das so ist. Aber jetzt habe ich wirklich Motivation, als dieser Floor zu spielen. Weil wenn wir nämlich irgendwann mal die Fähigkeit dazu bekommen, und ich weiß nicht, wie das ist, wie das geht, Mega-Entwicklungen zu bekommen, dann können wir nicht nur metergroße Wege entwickeln, sondern auch dieser Floor. Reitschuh leider nicht, das wäre geil. Und ja, ich werde ein Raichu machen. Ist mir egal, ob ihr Pikachu geil findet, super findet, cute findet, was auch immer. Ich will Raichu haben, okay? Lasst mich einmal in einem Pokémon-Spiel Raichu haben. Von dem Starter. Wann haben wir mal einen Starter-Pikachu, was man entwickeln kann? Wann? In welchem Spiel? Also. Oh, das können wir mal einsetzen. Ach, da waren klebrige Items. Die kann man nicht einsetzen, weil die klebrig waren. So, 24 sind wir schon. Wir kommen unserem Ziel näher. Doch, erst bei 40 geht der Spaß so richtig los, Leute. Das ist erstmal noch die Vorbereitung.
auf unseren Boss. Hau ab! Lass mir eine Itemsruhe! Bam! Kabutops. Das ist ein cooles Pokémon, Kabutops. Man kann sich ja im ersten Gen entscheiden zwischen das hier, Amoroso, oder Kabutops. Ja. Ich habe immer früher Amoroso gesagt, aber das ist kein Doppel-S, also Amoroso. Ohne Brille. Können wir mal mitnehmen. Sparbandana habe ich eh schon. Deshalb, ja. Warum nicht? Soweit ich weiß, ist nämlich das Kangama-Lager so groß wie möglich. Also, es hat kein Limit. Aber ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber laut meinen Erinnerungen und Erfahrungen, könnte man sagen. Ach man. Ja. 25. Dann, dann, dann. Du, 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 du. Ein Top-Elixier, das darf mal gerne Pikachu trinken. Ja, okay. Dum, 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 dum. Us 26. Und es fängt an zu regnen. Wahrscheinlich wird auch im Bosskampf regnen. Wird es auch im Bosskampf regnen, aber. Juckt mich nicht. Pikachu würde es eventuell sogar helfen, hätte er Donner. Beide helfen. Pisa Knoss. Level 41. Ja, mein Level ist gestiegen. Pisa Knosp. Oh yeah. Voll kratzig und so. Du, du, du. Hi Amoroso. Wie geht's dir, mein Freund? Ich habe mich immer früher für Amoroso entschieden. Also für den Fossilen, aber. Ich muss sagen. Jetzt, wo ich dieses Spiel spiele, fällt mir auf, wie cool Kabutops auch eigentlich ist. Oder wie ist sie weiter? Wie heißt sie weiter? Heißt sie nicht Kabutops? Doch, Kabutops. Die Vorentwicklung hieß. Genau. Nee, ich hab's gerade echt vergessen. Ah, ich hasse es, wenn ich Pokémon-Namen vergesse, weil. Ich sag euch, gleich weiß ich es wieder. Und dann sehe ich aus wie ein Volldepp. Oh, Kabutops will uns anschließen. Ja, ich halte dich aber nicht. Dadadadam. Was haben wir hier? Ja, okay, warum nicht? Dun, dun, dun. Hm, hm, hm. Oh Gott, wie viele Leute wir schon haben. 27. Und es fängt an zu regnen. So, greif ihn an. Ja, ja. Was haben wir hier? Ah, dieser Rotz. Haben wir doch schon zigmal gesehen. Wird langsam langweilig, du. Aber wo ist denn hier die Treppe? Wir wollen hier raus. Wir wollen zum Hauptgrund, weshalb wir hier sind. Und die kämpfen da unten irgendwie. Aber ich lasse sie da einfach kämpfen. Ich helfe denen nicht. Das ist mir egal, ob die sterben oder nicht. Können die halt sterben. Nee, egal. Haha, mir so was von Schnuppe. Und jetzt kriege ich Hunger. Mama, ich hab Hunger. Da essen wir mal einen großen Apfel, würde ich sagen. Nom nom. Plus 100. Das heißt, alles voll. Toll. Lol. Und die Treppe ist hier. Nice. 28. Bald sind wir da, Leute. Und ich weiß, ich teaser das schon so groß an, aber es ist auch groß. Wird zwar vielleicht auf den ersten Blick nicht so groß aussehen, aber ich kann euch sagen. Das wird krass. Hau ab. Hi, Kabutops. Ah, jetzt weiß ich wieder die Vorentwicklung, Kabuto. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Mir wird's wieder einfallen. Kabuto heißt die Vorentwicklung. Yes. Tun wir dafür eine Box weg? Nee, ein Samen. Wir haben noch einen Samen. Von dem Mini-Belebersamen, den wir mal eingesetzt hatten. Für irgendwen. Ist schon zu lange her. Und ich nehme erst eine halbe Stunde auf. Zu lange her. Ja, man kennt's. Ah, ich sehe Treppe. Du, 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 na.
heiß. U29, wir kommen nah. Oh, ihr glitzert's, sehe ich gerade. Kann sein, dass ich schon öfter mal Glitzerstellen übersehen habe. Das tut mir natürlich leid dann. Hm, würde von einem Pokémon gegessen steigen, dessen maximaler KP-Wert ein wenig für immer. Bizarre. Hier. Okay, cool. Oh Gott, jetzt sind zwei Kabutops. Ganz kurz nachgucken. Okay. Ich muss, wie gesagt, immer wieder nachgucken wegen meinem Speicherplatz. Ich kann ihn nicht unendlich lang aufnehmen. Leider. Ich will das Spiel weiterspielen. Dun, dun, dun. Aber tatsächlich nehmen wir bisher noch gar nicht mehr so lange auf. Bam, raus mit dir. Ach komm, hau ab. So. Oh, hat sich nicht gelohnt, hier hinzukommen. Naja. Aber was sich gelohnt hat, das kann ich dann sagen, sobald wir den Boss besiegt haben. Denn die Belohnung ist eine sehr tolle Belohnung. Aber mehr sage ich jetzt nicht mehr. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. Ich tease das schon zu groß an. Am Ende werden wir es eh verkacken und dann denke ich so, okay Leute, kurz, habt ihr, jetzt kann ich den Boss doch nicht machen, weil wir doch zu schwach sind. Auch wenn wir Metagross Level 47 dabei haben. Lol. Ja, die Treppe ist wahrscheinlich hier rechts. Ja. Alles klar. Komm, wie zusammen ist. Wieso Knast ist egal. Dun, 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 dun. 30!